Bei den meisten Menschen ist die Problemzone nicht Bauch, Beine, Po, sondern der Kopf. Daher möchte ich dir heute einen Tipp aus meinem Buch Secrets of Sale geben, wie ich es in den letzten Jahren immer wieder geschafft habe, meine Komfortzone zu verlassen. Denn Mut, das steht immer vor Glück. Und die gute Nachricht ist, dass man mutig sein erlernen kann. Also egal, was du vorhast, du wirst immer wieder mal an einen Punkt gelangen, an dem du kurz davor bist, aufzugeben. Du wirst zurück in deinen sicheren Bereich wollen, deine Komfortzone, weil du denkst, dass du dort besser aufgehoben bist. Und vielleicht fragst du dich ja sogar ab und an mal zwischendurch, ob du dein Ziel überhaupt erreichen wirst. Und die Antwort lautet in den allermeisten Fällen ja. Ja, mit einer Einschränkung, du musst es auch wirklich wollen. Und damit es dir leichter fällt, zeige ich dir heute mal meine Sichtweise. Jeder Mensch, der sich weiterentwickeln will, der durchläuft 4 Zonen. Angefangen in der Wohlfühlzone, der Komfortzone. Hier halten wir uns alle am liebsten auf, weil uns alles vertraut ist, weil wir uns geborgen und sicher fühlen. Unsere Gewohnheiten und Routinen, die sind hier zu Hause, die wohnen da. Und möchtest du dich weiterentwickeln oder verlangt jemand von dir, dass du bestimmte Dinge tun sollst, die du nicht kennst oder noch nicht kannst, dann gelangst du in die Angstzone. Alles ist ungewohnt und neu. Du fühlst dich hier nicht wohl, suchst nach Ausreden, weil du bestimmte Dinge nicht machen möchtest. Und du fühlst dich einfach unsicher, hast vielleicht sogar Angst, Fehler zu machen oder dich zu blamieren, weil du eben etwas nicht weißt. Hier ist der Geburtsort von Aufschieberitis. Und genau hier scheitern die meisten Menschen, weil sie Folgendes nicht wissen. Jeder erfolgreiche Mensch ist die Summe seiner Fehler, nur mit dem Unterschied, dass erfolgreiche Menschen aus Fehlern lernen. Die stehen auf, wenn sie fallen, und dann machen sie einfach weiter. Alles, was dir im Leben passiert, ist also eine einzige Prüfung. Es ist nur eine Prüfung, ob du bereit bist fürs nächste Level, ob du bereit bist für die nächste Zone. Du wirst also nur getestet, ob du ein Gewinner oder ein Verlierer bist und ob du weitermachst oder aufgibst. Die Angstzone ist der Bereich, an dem 95% der Menschen aufhören und nur 5% weitermachen. Nur 5% erreichen überhaupt Zone 3 und 4. Und glaub mir, es lohnt sich, dass du die nächste Zone, die Lernzone, kennenlernst, denn hier sammelst du Erfahrungen, stärkst dein Selbstvertrauen, lernst neue Fähigkeiten und bekommst Lust drauf, mehr zu wissen, mehr zu lernen. Und genau das bringt dich in Zone 4, die Wachstumszone. Hier wirst du selbstsicher, erreichst deine Ziele, steckst dir auch neue Ziele. Die Dinge werden dabei nicht leichter, sondern du wirst stärker und besser. Alle Fehler, die du in der Lernzone gemacht hast, zahlen sich hier in neuem Wissen aus. Hier wirst du für alles belohnt, dass du weitergemacht hast und dass du das Tal der Zweifel überstanden hast. Also, ich kann dich nur ermutigen, deine Komfortzone so oft es geht zu verlassen. Setze Wissen, das du erlernt hast, in der Praxis jeden Tag um und werd jeden Tag ein bisschen besser. Und wenn du mal einen Tag hast, an dem du ins Zweifeln kommst, dann mach dir bewusst, dass du gerade nur im Tal der Zweifel sitzt und geprüft wirst, ob du bereit bist für den nächsten Schritt. Lächel dann einfach und sag dir ganz bewusst meinen Lieblingsglaubenssatz: Ich bin ein Gewinner, entweder ich gewinne oder ich lerne. Beides ist ein Gewinn, also Attacke, Krone richten und denk immer dran, warum du angefangen hast. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann kannst du dir gerne mein neues Buch auf meiner Seite bestellen, gratis. Den Link poste ich in die Beschreibung. Falls dir das Video gefallen hat, gib ihm einen Daumen hoch, schreib was in die Kommentare, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Dein Uwe.